Sector 1 is 0.5 off the base. Line these track limits, please, Gino. Ich weiß nicht, ob ich die Schikane hier so nehmen darf. Ich glaube, der Gino hittet die Track Limits dann. Push out, man. Sector 1 is 4.1 seconds off the base. Das ist echt abenteuerlich, was er da gesagt hat. Wer hat denn eine Statistik drüber? Die Wikipedianer oder was? Moment, alles klar. Sector 1 is 0.8 off the base. Slap will be invalidated. Watch the track limits. Wie soll ich das denn da machen, Alter? Das ist auch zu tief, oder? Aber sind die Curbs sind ja ganz anders hier. Krass. It looks clear.
ich weiß nicht, was ich machen soll hier mit dem. Ja, hier. Normalerweise, also McLaren oder so würde ich sagen, kann man im dritten bleiben. Ich fahre im Porsche hier im vierten Gang schon wieder beim Beschleunigen und bremse hier am Anfang des Curbs, wo der rote Curb beginnt, also der erste rote Querstrich vom Curb, bremse ich wieder an. Da vorne, wo die auf der rechten Seite, wo die weiße Begrenzung, Streckenbegrenzung anfängt. Und diese Kurve, seht ihr, ist die Kurve zu eng. Es geht zwar im Vollgas, aber durch das starke Lenken außen sich verbreitert. Hier bremsen, hier kurz an, da vorne, wo die auf der rechten Seite, wo die weiße Begrenzung, Streckenbegrenzung anfängt, ist viel zu spät. Weil ich beim Beschleunigen und bremse hier. Hallo Jeroka. Was geht? Am Anfang des Curbs, wo der rote Curb beginnt. Also der erste, wie ist denn das erklärt? Der anfängt oder beginnt den Schwung mit. Wo ist denn die Schikane jetzt? Vollgas. Einen richtigen Schwung gehabt und habt richtig früh genug gebremst. Und diese Kurve zieht ihr rum und der Curb beginnt, wo er so nach außen sich verbreitert. Hier bremsen. Hier kurz anbremsen. Ihr schaltet. Seht ihr auch hier in dem Fall im Bergdott. Also da ist ja dieser breite rote Curb dann, der hier an. Bremse hier an in der Mitte der Strecke. Fahr hier noch so etwas in der Mitte vor. Mhm. Ihr seht, der Körper, die Strecke fällt nach innen ein bisschen ab. Das heißt, wenn ihr zu weit rauskommt, fehlt euch der Grip, weil ihr rutscht nach. Ich versuche mal Guides anzuschauen. Ultra stark, wie die das machen. Und ich habe auch nicht das, also die identische Strecke. Die gleiche, aber nicht die identische. Nee, bei mir heute noch nicht besser, ne. Heute wieder schlimmer, irgendwie. Heute wieder schlimmer. Gestern hatte ich ein paar Krämpfe, die sind heute noch immer noch nicht weg. Ja. Aber passt schon, ich versuche ja zu lernen. Theory Crafting, Fahrschule. Mal gucken, ob es was bringt. Außen weg. Versucht hier innen zu bleiben und zieht hier innen dann im zweiten Gang hier rum. Und wenn er hier innen bleibt. Ja, ja, deswegen sage ich, die nächste Karriere ist dann Fortnite. Ich hoffe, du und Tucho sind dabei. Hier könnt ihr schon wieder ins Gas gehen. Hier schon wieder ins Gas gehen und innen den Körper komplett mitnehmen. Voll raus beschleunigen, hier ein bisschen raustragen. Ich weiß nicht. Also bis sich die Lunge erholt, dauert es bestimmt noch so 1-2 Monate insgesamt. Schlafen ist Katastrophe. So viel hin und her drehen. Schauen wir mal. 1-2 Monate. Ja, nee, ich dachte, wir testen alles, was wir noch nie gespielt haben. Ich schau gleich durch. Oh. Alles, was wir noch nie gespielt haben. Damit wir von Anfang an alle lernen können. Nicht was schon jemand kennt oder kann. Wir können ja auch in den King können wir rein. In den King hier, den Lich King, Crusader King, Porno King, also etwas, was komplett Neues für uns. Naja, die Hitze die tut noch Übriges. Ja, ja, besonders jetzt dann. Wieder 27,3 und am Schwitzen hier wie das Schweinchen. Drüben ist 30 Grad. Obwohl es draußen nur 26 ist oder so. Aber bringt ja nichts, wenn keine kühle Luft kommt. Ihr könnt hier ruhig bis hier rauskommen, da passiert gar nichts. Schießt hier vor. Normalerweise, also McLaren oder so würde ich sagen, kann man im dritten bleiben. Ich fahre im Porsche hier im vierten Gang schon wieder beim Beschleunigen und 27.06. Und mal schauen, wann der Pre-Patch kommt.
Jetzt muss man mit dem Booster anfangen, weißt du? Also der Booster muss da rein. Beim Pre-Patch neue Server direkt da starten, wo neue Server sind. Direkt da, wo kein anderer ist. Wo niemand anders irgendwas auf dem Server gemacht hat. Fühlt sich an wie 4000 Grad. Bremse hier am Anfang des Curbs, wo der rote Curb beginnt. Also der erste rote Querstrich vom Curb, bremse ich wieder an. Bremst hier bitte auch nicht zu spät. Ihr müsst hier nur. Hier ist die Strecke irgendwie viel breiter. Warte mal, ich fahr mal genau dahin. Na, das ist ja ein Schmarrn. Wenn dann da, wo keiner und niemand ist, komplett neu anfängt. Damit jeder die gleichen Voraussetzungen hat. Exit clear. Push. Das Schöne ist, bei dem gibt es auch noch richtig blau und rot. Nicht jetzt alles zusammen. Ich habe den Link in der Zwischenablage, Tycho. Okay, also hier sind wir. Hier sind wir. Gleiche Strecke, gleiche Kurve. Ach, epic fliegen. Man entdeckt das Ganze vom zu Fuß. Epic fliegen. Ja, dann gibt's ja Gold. Farmer, die machen das für dich. Die machen es freiwillig, weiß ich mal. So. Oder das FOF ist anders einfach. Anbremsen, fahrt ihr. Nö, sagt mir nichts, was? Nee. Ganz außen, auf diesem roten Curb könnt ihr fahren. Bremst gerade ab. Ganz außen auf dem roten Curb könnt ihr fahren. Da ist da gar kein Curb. Hier ist da gar kein Curb. Wie soll ich denn da fahren? An, weil hier müsst ihr gucken. Diese zwei Schikanen sind gar nicht so einfach. Die können einem ganz schön aushebeln und man kann hier extrem viel Zeit verlieren. Ich würde hier außen bleiben. Bei Grafikkarten, dass die Lüfter bis zu einer gewissen Temperatur aus sind. Ach, das? Ja. Ach so, ja, das ich wusste nicht, wie das professionell heißt, aber ja, kenne ich. Habe ich mich nie damit beschäftigt, keine Ahnung. Ich bin froh, wenn es überhaupt geht. Versucht das Auto rumzubekommen. Ihr könnt hier denn diese erste ziemlich voll nehmen, also so ungefähr. Diese erste ziemlich voll nehmen, also so ungefähr. Ja, macht Sinn hier. Ich muss sie so nehmen. Ihr seht auch. Das ist gut, dann dreht sich halt überhaupt, ja. Ja, passt doch. Schöne Performance-Steigerung. Oben das Delta bleibt weiß. Oder schön chillig. Wenn es eine Schlacht tut. Dann habt ihr das Problem, dass euer Auto etwas zu tief sitzt, weil dann setzt ihr vorne auf dem Körb, auf diesem Muppel da, auf, wahrscheinlich mit dem Auto. Das heißt, normalerweise, so wie bei mir auch, müsstet ihr hier drüber kommen, es dürfte gar nicht viel passieren. Und stellt hier, wenn ihr hier drüber fahrt, das Lenkrad wieder gerade. Fahrt voll. Also so drüber. Hier gerade stellen. Okay.
Keine Ahnung, ob ich das so hinkriege mit dem. Hier sehen die Körbs so hoch aus. Gebt wieder Vollgas und nehmt hier den Körb mit dem linken Reifen leicht mit. Aber den Körb mit dem linken Reifen leicht mitnehmen. Ich wäre froh, wenn ich da vorbeifahren könnte. Ich weiß nicht, ob das hier geht. Ich weiß nicht, ob das hier geht, meine Damen und Herren. Online-Community sowie groß sind die liebevolle Fans, bla bla bla. Kein Bild. Ion. Wieso kein Bild hier? Was ist hier? Was ist das für eine tote Seite? Wie alt ist die denn? Hier sind die Spiele mit den übelsten Communities. Platz 7 Ion. Platz 6 Minecraft. Platz 5 LOL. Platz 5 erst LOL. Platz 4 GTA. Und auf Seite 2 geht's weiter. Next Page. Das stimmt ja gar nicht. Das ist nur kopiert. Hab ich hier blockt? Ja, aber ich nicht, oder? LOL Platz 5, 4 GTA, 3 World of... Ist World of Tanks so schlimm? Gefühlt jedes World of ist halt scheiße, oder? World of Warcraft, World of Tanks, World of Warships, World of Mein Arsch, Call of Duty. Und Platz 1 ist FIFA. Unbewältigte Aggression, ja, aber gut, das ist halt Fußball. Also wenn du Fußball dir in echt anschaust, dann wundert mich das nicht, dass es im Spiel noch schlimmer ist. Also du wirst ja schon getötet, wenn du ein Fan von einem anderen Verein bist, wenn dann jemand neben dir ist, der nicht der an einen anderen Verein glaubt. Dann die Schlägereien. Also Dass das am aggressivsten ist, glaube ich. Das tun sie natürlich auch ins Internet übertragen. Im Internet sind sie ja dann noch, sag ich mal, anonymer. Okay. Das ist interessant. Dankeschön. Geht hier online. Gilt das auch für GTA-IP? Ich denke mal, bei MRP, wenn einer böse ist, wird er direkt gebannt und die Leute werden sich auf ihn stürzen und ihn vernichten und töten. Auch im Real Life. Okay, ich kann auf jeden Fall die Sachen, die er gesagt hat, nicht alle umsetzen wegen der Strecke, aber zumindest, also die Schikane zumindest nicht, glaube ich. Aber sonst die anderen Sachen müssen gehen. Mal schauen, ob wir das hinkriegen. Aber ich glaube, wie ich schon vorher gesagt habe, dass ich für mein Skill das Maximale aus dem Auto rausgeholt habe. Und was auch okay ist. Was denn nicht schlimm ist. Soweit bin ich mit dem Skill und fertig. Ich wünschte, es wäre jemand hier, mit dem ich jede Kurve einzeln besprechen kann. Jeden Meter. Der mir auch ein bisschen hilft oder dem ich helfe, keine Ahnung, mit der Erläuterung. Zu spät gebremst.
Also dann spielen wir ab jetzt FIFA, wollt ihr damit sagen, oder? Ich kann hier nicht über den Curb, Alter. Ich würde sagen, wir fangen mit den Top-Spielen der übelsten Community an. Wir fangen ganz oben an und arbeiten uns runter. What? Your exit's clear. Don't cross the white line. Ich versuche das umzusetzen, was der gesagt hat, aber irgendwie. Das ist nicht so einfach. Das ist ein anderes Auto. Das ist ein anderes Spiel. Und das ist, die Strecke ist anders. Hallo KDTV. Ich habe mir gerade vom Tom einen Guide angeschaut. Der Tom, wie das fährt, der hat genau erklärt jede einzelne Kurve. Aber ich sag dir, das ist mein Skill. Wo er aktuell ist, da werde ich jetzt erstmal so schnell nicht besser. Der Ferrari war schon beim Nürburgring dabei, habe ihn aber dann wieder rausgenommen. Auf dem Weg zum Hungaroring. Aber habe ihn jetzt wieder reingetan. Weil ich jetzt von jeder Marke nur noch einmal ein Auto drin habe. Das ist die finale und die finale, also die einzige starke Version, die es gibt für Assetto Corsa. Der Guide war halt für Competizione wie so die meisten Guides. Und da ist das auch hier mit dem Curb komplett neben. Das kannst du hier nicht machen. Du kannst den Körper nicht komplett nehmen, das geht nicht. Der stärkste neue Wagen, der dabei ist, ist der Ferrari 2021 RSR GTE. Einige Sachen, die er erzählt hat, ja, sind gut, leuchten auch ein. Ich muss es nur ein bisschen adaptieren auf die Strecke hier. Doch, es gibt doch die ACC Autos alle in AC GT3 Sachen. Ich muss nur schauen bei den paid Mods. Ach so, Tutorial Setup, ja, da ist glaube ich generell bei den Mods ist schwierig. Sector 1 times okay. Ich finde, ich sollte mit dem Auto eh ein bisschen anders fahren als der Porsche. Ich finde den Ferrari aber nicht schlecht.
Und ich glaube, ich habe mit dem ähnliche Zeilen wie mit dem anderen. Noch mal ein bisschen verbessert. 1,47, 1 und 4. Ich muss das, was er gesagt hat, auf diese Strecke, auf dieses Auto halt verändern. Aber er hat viele Sachen gesagt, die ich so fahre, aber einige Sachen hat er auch gesagt, wo ich mir dachte, okay, habe ich probiert, kriege ich nicht hin. Du Bock, bist du mit zu cruisen? Gestern war Race Day, wir haben gestern einige Rennen gemacht. Heute ist letzter Tag, die Strecke. Morgen/übermorgen wird sich noch einiges verändern. Bin schon am Basteln, dann Notizen machen und aufschreiben. Project AC geht in die nächste Phase. Da müssen wir noch schauen, eine der Strecken, die ich letztens getestet hatte. Müssen wir mal gucken. Jetzt habe ich wieder vergessen, wie ich die fahren soll. Ich schaue noch mal durch auf den Kalender. Ich würde gern so Strecken fahren, die in Formel 1 drin sind, in ACC drin sind, in AC und in, also in den ganzen Rennserien, wo halt sich kreuzen die Strecken, dass wir die erstmal alle lernen. Ich gleich mal. Und ich habe ja da 22 Strecken und dann hier 25 Strecken habe ich in der neuesten Version geladen. Und da sind manche Strecken echt heftig. Schöne Grafik auch. Da warst du, glaube ich, Teil dabei an dem Abend. Strecken, die ich halt nicht kann und schon immer lernen wollte. So wie hier. Auch eine Strecke, die eigentlich weltweit bekannt ist und in jeder Spieleserie fast drin ist, aber mal ein Zehntel geholt, mit anders rausgeschleunigt. Ja, und die fand ich eigentlich alle ganz gut, auch GT3 konform. Schau, ich habe noch ein bisschen Zeit gut gemacht mit den Tipps von dem anderen. Ist doch schön. Ich kann das zwar nicht 100% so umsetzen, wie er das gesagt hat, aber an manchen Stellen schon und dann hilft mir das. Hier kann ich nicht einmal anbremsen und vierten so.
Hier muss ich anders machen, das Auto hat nicht so viel Grip. Hier muss ich so fahren. Hier muss ich früher bremsen. Hier ein bisschen spitz fahren. Ich kann ja nicht in Fiat geben mit dem Porsche. Das kannst du vergessen. Hier kann ich die Curbs nicht nehmen. Aber ich fahre schon mal immer meine Zeit. Plus halt ein 0,12, je nachdem, wie ich das schaffe, um die Kurven zu kommen. Jetzt wären auch noch 0,0. Ich fahre fast immer dänische Zeit. Das ist für mich auch schon ein großer Vorteil, dass ich die Strecke immer gleich fahre. Und hier versuche ich auch Trailbreaking, aber jetzt habe ich es gerade verpeilt. Hier versuche ich auch die nächste bisschen Trailbreaking. Muss ich eh machen, weil ich muss ja langsam hier raus. Hier Vollgas. Bisschen Zeit verloren, weil irgendwie verpasst den Bremspunkt. Und zu viel getrailt. Jo, so sehr gekurbt hier. Ja, schon wieder meine Zeit, weißt du? Also 0,12 unter meiner Zeit ist ja für mich ein riesen Progress. Sector 1 is 0.31 off the pace. Nee! Fuck! Zu viel, ich war 0,6 vorne in meiner Zeit. Also wenn ich das durchgebracht hätte. Aber ich dachte mir, nee. Wir riskieren jetzt noch mehr und schmeißen es weg. Und probieren es lieber nochmal. Yo! Hast du gestern zufällig ein paar Race-Rennen gesehen, Katie? Zufällig gelurkt oder so? Wir hatten gestern den Server auf Racing stehen. Push, push, push. 20 Minuten Practice, 15 Qualifying und 20 Racing.
erstes Rennen bin ich kurz nach der Kurve, nach der Schikane, habe ich von 4.3. in der Kurve geschaltet, habe mich gedreht, zack, in die Mauer. War er noch okay. Von mir aus hätte ich noch weiterfahren können. Und zack, ist einer mich reingerannt, weil ich genau in der Kurve stand. Das war das erste Rennen. Dann war ich 18 Minuten AFK. Habe ich ins Bett gechillt, entspannt, habe den dann fahren lassen. Das war das erste Rennen nach 2 Wochen, jeden Tag über 8 Stunden Training. Hier in den 4., in 3. überbremst und dann hier in die Mauer links rein und dann da quer gestanden. Und die anderen waren okay soweit. Ein Rennen hatte ich gewonnen, da war gegen Technik, gegen Tichy. Das nächste Rennen dann wieder verloren gegen Technik. Technik einfach zu stark. Also der fühlt sich halt so wohl in manchen Autos. Der hat mich erinnert an mich selbst, als wir AMS2 gefahren sind. Da habe ich mich auch einfach wohl gefühlt in dem Auto und bin einfach gefahren. Also der ist 20 Minuten hinter mir gefahren in Technik. Hat mich kurz überholt, ich habe ihn dann kurz zurück überholt und beim letzten Rennen hat er mich überholt und ich habe auch versucht wieder zu überholen, aber sind davon gefahren. Und bei dem zweiten Rennen, was ich gewonnen hatte, bin ich mit dem komischen Mercedes gefahren und Tichy ist mit dem stärksten Porsche gefahren und Technik mit dem zweitstärksten Porsche. Aber da ich da die wenigsten Fehler gemacht habe, habe ich es trotzdem geschafft, noch zu gewinnen. Ich hatte eigentlich kaum einen Fehler gemacht, war auch selten für mich. Aber einfach schön langsam gefahren. Technik, ultra viel Talent und Skill für GT3, das glaubst gar nicht. Und komm, jetzt nochmal verbessern. 1:46.693, dem ich gesagt habe, es geht nichts mehr. Ja, Geduld ist nicht einmal das. Wenn ich probiere, 10 Runden, 20 Runden, 30 Runden, da geht nichts. Da brauche ich mal vielleicht kurz Pause oder muss was anders machen, so wie eben gerade ein Video schauen. Weil so try hard hintereinander wird man immer schlechter. Es gibt einen gewissen Punkt und den überschreitet man einfach nicht mehr. Finde ich, also bei mir zumindest, keine Ahnung, kann ich jedem anders sein. Wieder meine Zeit gefahren.
Ja, natürlich zählen wir das zu Geduld, klar. Ist der recht? Allein, dass ich jetzt in zwei Kurven andere Gänge benutze, hat mir schon weitergeholfen. Und ich hier zu weit rausgekommen bin nicht weitergeholfen. Und es ist sehr, sehr heiß heute. Zu spät gebremst. You've got 10 minutes of fuel remaining. Und nochmal, weil besser rausgekommen ist der Kurve. Yes! Your lap time was 146.41. Mit noch mehr Schwitzen, Alter. Im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ich weiß jetzt, was ich halt gemacht habe, dass ich das geschafft habe. Es ist nicht mehr so unbekannt. No, 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 no. Ich kann das nicht schneller fahren, die eine Kurve. Wieder Trailbreaking gemacht. Zu weit rausgekommen. Aber nicht schlimm, kann ich hier nochmal beschleunigen. Setup nichts verändert. Ist eigentlich so gut, wie es ist. Zu weit rausgekommen. Vielleicht nochmal Custom Manager starten oder kurz schauen bei Einstellungen Custom Manager. Habe ich auch schon gehabt. Einfach mal Profil dann speichern, nachdem man sich, wenn man sich eingestellt hat, und nachher kann man das ja wieder drauf zugreifen. Einmal speichern, dann lädt ihr das Profil immer.
nicht den Custom Manager beenden, ohne zu speichern. Das ist Gefühl Deadly Gags, weißt du? Also was machst? Was hältst du Rise of the Deadly Gags, Katie? Was sagst du dazu, Kappi? Nur anderer Name, anderer Account, anderer Server. Und nicht im Stream. Sector 1 ist 0.6 off the base. Kino, genau. Exklusiv auf YouTube. Wenn man versucht, diesen Curb zu skippen, ist man RIP. Das war jetzt ein Riesenkampf, Alter. Da geht noch mehr. Muss mal kurz zum Aufmachen wegen Luft. Bisschen. Genau, right off the deadly gag. Gino returns. Gino strikes back. A new Gino. Deadly Gino. Beste Mann. Einfach Deadly Gino. So. Stark. Ich habe mich so richtig ans Auto gewöhnt hier. Was der halt sagt, kann ich halt leider nicht 1:1 übernehmen hier in dem Spiel. Was doch nicht schlimm ist. Man muss sich ja eh Strecke für Strecke und Auto für Auto anpassen, ne? Mein Bremsfuß fühlt sich heute wieder. Ich weiß nicht, besser an, aber ich glaube schon besser. Auf jeden Fall anders als gestern. Gestern hatte ich ja voll die starken Krämpfe. Gestern war mein Bremsfuß RIP zwischendurch. Es war anders wild. Willkommen in meiner Welt, Heidi. Solange der Schmerz weggeht, ist es scheißegal.
Das ist einfach nur eine Muskel, die du ein bisschen trainierst wieder. Bei mir ist das linke Knie, tut wieder arschweh. Da habe ich ja mein Meniskus-Scheiß, den habe ich ja das zweite Mal nicht mehr operieren lassen, nachdem ich einmal operiert haben lasse. Letzten Meniskus operieren ist eine der beschissensten OPs. Also nicht OP, es ist danach eigentlich. Das heißt, das Knie ausgestreckt, das ganze Fuß ausgestreckt, musst scheißen, presst die Arschbacken zusammen und kannst nicht scheißen. Musst dann aus den gepressten Arschbacken die Scheiße rausquetschen und hast noch so ein beschissenen Blutbeutel da hängen am Knie. Stürzt du ein paar Jahre später wieder und zack, weg. Nochmal. Wieder ein bisschen Wind. Sector 3 is 2/10 off the pace. Vergesst es wieder, ich muss einfach mal zwischendurch einfach Vollgas geben. TCS regelt schon. Schade. You've just done a 147.26. Hier noch rausholen kann. 0,35 in der ersten Kurve. Schnauze, leave me alone, I know what I'm doing. Sector 2 time is
okay. Schade, zu spät Gas gegeben. Ich konnte nicht die ganzen 0,5 mitnehmen. Sector 3 times quick. Ich habe den Filter SOL, keine Ahnung. Hast du den Custom Shader nochmal drauf getan? Du hast ja alles gespeichert, nachdem du alles eingestellt hattest, oder hast nicht gespeichert, hast wieder alles reset, oder? Custom Shader irgendwas gemacht? Ich habe den SOL-Filter. Hattest du das, War das bei dir letztes Mal auch so, oder nur jetzt nach dem Neustart? Falscher Gang. Hast du die Track-Version 1.2, weil dann schaut es nochmal dunkler aus? Ja gut, ich habe sowieso den ganzen Custom Shader komplett ummodelliert. Ich habe das Setting selber eingestellt und von anderen übernommen. Ich spiele halt ACC, das weißt du ja gar nicht, weißt du, ich meine? Ach so, da musst du mit den Filtern rumspielen. Da gibt es ja so Filter-Settings, da gibt es ja 10 Filter. Probier dich da mal, spiele ich da mal rum. Also im Spiel kannst du dann auch die Filter umändern. Ach, kannst du auch einfach in der Box stehen bleiben und dann einfach die Filter an- und ausmachen. Ändern. Das macht eine Menge aus. Und dann habe ich den SOL-Filter installiert. Also es gibt ja SOL-Filter, kannst du auch so, aber da gibt noch mal einen verbesserten. Und dann kannst du das Spiel ja noch besser aussehen lassen, wenn du bestimmte noch so ein irgendwas installierst, was das ja doch Chord hat. Dann soll es sogar besser ausschauen als ACC oder so. Das ist so die Weiterentwicklung von SOL. Ich kann auch nur sagen, dass die Strecken auch unterschiedlich aussehen. Aber die schauen jetzt in der 1.2er Version schon besser aus als der 1.1er. Scheiße, außen hast du keinen Grip, Alter. Ich wollte nach innen, aber ich kam nicht mehr rein. Cut, delete, fuck. Da
Genau, rubbel dir mal den Lördest Tücher, viel Spaß. Später. Handgelenk ist aber wild, hä? Was war denn das gerade für ein Geräusch? Ich voll abgelenkt. Lol, okay. Hab voll zu spät gebremst hier. Mal gleich noch mal was probieren hier. Die erste Linkskurve im zweiten. Ich glaube, die ist im zweiten sogar besser als im dritten. Dann kann ich im zweiten bleiben. Und gleich hier im zweiten hier weitergehen. Hier zu langsam, macht nichts, alles gut. Zu schnell und zu weit weg von der Wand. Wollte ich halt wieder früh aufs Gas.